So, moin, hallo auf meinem Kanal. Heute basteln wir mal wieder eine Runde am Kuhnewalder. Ihr habt ja gesehen, mein letztes Video, wir waren bei einer Leerlaufdrehzahl von 900 knapp. Ich will jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass es weniger wird. Ich baue jetzt den Tank ab und dann gucken wir hier in die Einspritzpumpe rein. Da ist eine Feder drin. Die muss irgendwie hierfür zuständig sein hier. Für die Leerlaufdrehzahl, wo ich das hier schon zurückgemacht habe und das eigentlich noch weiter rausziehen kann, habe ich es trotzdem nicht geschafft auf weniger als 900. Genau, wir gucken jetzt mal, wir nehmen jetzt mal den Tank ab, da habe ich ja schon locker geschraubt und dann gucken wir mal rein, wie die Feder aussieht und auf was wir da tauschen können. Und dann machen wir mal einen Probelauf, ob wir das schaffen. Ein bisschen weniger hier. Mein Ziel ist es, den so langsam wie möglich laufen zu lassen. So, dass er gerade nicht ausgeht, aber dass er halt läuft. Na gut, schauen wir mal. Auf geht's. So, Tank ist schon locker. Hier die Seite. So, ich denke, das reicht schon. Gut, schon halt. So, also Tank haben wir jetzt locker, habe ich rüber getan. Ja, hier ist jetzt die Einspritzpumpe. Ich baue jetzt mal die Platte hier oben ab, da gucken wir dort mal rein. So, wir nähern uns den letzten Schrauben. Vielleicht auch wieder typisch, das heißt typisch, aber komisch. Unterschiedlich lang. Muss man sich also merken. Also seht ihr das hier? Die ist ungefähr so lang. Jetzt gucken wir nämlich mal hier vorne. Was die hier sagt. Genau. Prima. Unterschiedlich lang. Auch immer. So, das ist also hinten. Und das hier ist vorne. Komischerweise auf der anderen Seite ist es genau andersrum gewesen. Naja. So. Okay, jetzt wird es interessant. Gucken wir mal hier dazwischen. In der Hoffnung, ich komme hier überhaupt irgendwie dazwischen. Also, löst hier. Vielleicht muss noch mehr ab. Andererseits, es müsste abgehen hier. Das kann doch nicht so fest. Also, jetzt. Aha. Es geht doch. Schön. Ah, bloß hier irgendwie die Dichtung, die noch ein bisschen Probleme macht. Alles mitlackiert natürlich. Hm, aber es kommt langsam. Kommt. Okay. Wie sieht das aus? Guck mal rein. Wie drin aussieht. Ja, wir haben eine große Feder. Ah, und hier links ist der Reglerstab für das Gas. Genau, seht ihr das? Der drückt über den Umlenkhebel auf die Feder. Genau, und deswegen bringt es auch nicht, wenn ich den noch weiter rausziehe. Ihr seht, 0 ist 0. So, und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Feder irgendwie ausbauen und durch eine ersetzen, die ein bisschen schwächer ist. Weil dann müsste es so sein, dass er weniger fördert. Sagen wir, probieren es einfach mal aus. Ich muss ja erst mal gucken, ob ich überhaupt eine Feder habe. Oder wir kürzen die ein bisschen. Das können wir auch machen. Das ist dann richtig. Richtig DDR-Style. Wir kürzen die Feder einfach. Aber ich baue sie jetzt erstmal aus. Ja, leider ist jetzt an der Stelle mein
Mikrofon ausgestiegen. Also müssen wir das Ganze jetzt hier so lösen, dass ich jetzt im Nachhinein euch das mal ein bisschen erzähle, was ich hier gemacht habe. Und zwar da unten seht ihr das Gehäuse. Da ist nämlich der Fliehkraftversteller drin. Umso schneller der Motor sich dreht, umso mehr drückt hier rechts dann der Hebel gegen die Feder. Und links drückt man ja mit dem Gas gegen die Feder. So, naja, und wenn man jetzt Gas geben will, drückt man einfach so, wie ich jetzt zeige, auf die Feder. Die Feder wird härter und drückt das Ganze wieder in die andere Richtung, so dass es halt dann wieder, dass er schneller läuft. Eigentlich ganz einfaches Prinzip. Die Feder wird beim Gas geben, wie man sieht, härter, drückt stärker dagegen und der Motor beschleunigt halt quasi. Und das wollen wir jetzt quasi auch im Leerlauf halt ein bisschen ändern, indem ich jetzt die Feder ein bisschen kürze. Problem ist jetzt halt nur, ich muss jetzt die Feder auf so eine Länge hinkriegen, dass das noch so klappt, dass der nicht ausgeht, aber auch, dass der Leerlauf niedrig ist. Ja, da habe ich mir jetzt einfach gedacht, dass ich, mich halt irgendwie rantaste, ne? Schneiden jetzt ein Stück ab und dann tasten wir uns ran. Das Schöne ist ja auch, bei dem Motor ist alles so einfach aufgebaut. Sieht man ja alles. Kommt schön überall ran. Also wer mal ein bisschen was über Motoren lernen will, kann ich es nur empfehlen. Holt euch mal so einen Einzylinder hier. Hier ist alles relativ easy. So, also der Plan steht. Ich würde sagen, fangen wir jetzt mal an. Wir bauen die Feder jetzt mal aus. So, also auf geht's. Ich versuche das Teil jetzt mal, also die Feder, mit so einem Schraubenzieher rauszupulen. Gucken wir mal, ob ich das schaffe. Aber ich denke, ich erinnere mich, das ging relativ einfach. Hier, guckt mal, einfach die Feder ein bisschen zurückschieben und zack, schon ist die Feder draußen. Geht also wirklich echt easy. Jetzt können wir uns dann, wenn ich die Feder da draußen habe, die Feder mal angucken. Ist aber, ja, wie man sieht, jetzt keine spezielle oder so, eine einfache Industrie-Standardfeder. So, jetzt können wir da mal reingucken, wie das ohne Feder aussieht. Und wie man sieht, dort das Teil hier, das ist jetzt ein Stück rausgefahren. So ist quasi Vollgas. Und so wird es dann immer weniger und so wäre quasi, das wäre jetzt quasi der langsam, die Nullförderung wahrscheinlich ist das jetzt. So, und daran sieht man jetzt, wenn ich die Feder jetzt einfach ein Stück kürze, ist das Teil dann nicht mehr so weit drin, sondern ein Stück weiter draußen, so wie jetzt. Und schon würde der ein bisschen langsamer laufen. Frage ist jetzt halt nur, wie kürzt man die Feder? Ich habe jetzt keine andere da. Ja, würde ich einfach sagen, ich setze die Flex an. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Windungen weg mit der Flex und hoffe, dass das so klappt. So, und jetzt kann ich euch auch nochmal kurz das System erklären mit dem Fliehkraftregler und hier mit dem Teil hier. So ist Vollgas. Und dann, wenn der Motor schneller und schneller und schneller und schneller dreht, regelt der dann durch die Fliehkraft, wird das dann immer weiter rausgedrückt. Die Feder arbeitet in die eine Richtung und die Fliehkraft arbeitet in die andere Richtung. Und so stellt sich das dann quasi auf die 1500 waren es ja, stellt sich das dann ein. Automatisch durch die Feder. So, und wenn ich jetzt natürlich die Feder kürze, bleibt es dann weiter links und schon haben wir einen langsamen Leerlauf. So wie es jetzt wäre, wäre es wahrscheinlich die absolut langsamste Stellung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt läuft. Das müsste man mal ausprobieren. Ob der Motor überhaupt läuft, wenn das Teil hier komplett draußen ist. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich kann ja dann mal mit der Hand, ich lasse die Feder jetzt mal draußen und werde jetzt mit der Hand immer mal dagegen drücken und gucken, ob der Motor dann überhaupt läuft. Ich habe jetzt alles mit Holz und Kabelbindern befestigt, soweit, für einen kleinen Probelauf. So, wie ihr seht, die Feder ist komplett draußen. Der Plan ist so, das Teil erstmal ohne Feder laufen lassen. Ne? Und ich würde dann mit dem Finger, beziehungsweise mit der Hand, soweit wie ich dort reinkomme, versuchen, dann dort, so jetzt, wie ihr das seht, hier das Gas einzustellen. Am Anfang gebe ich Vollgas, damit er startet, und dann lasse ich einfach mal los. Und dann würde ich halt ausprobieren, vielleicht läuft der Motor auch komplett, ohne dass ich dort irgendwie Gas gebe. Dass ich das jetzt so lasse, wie es jetzt ist. Das wäre natürlich dann im Endeffekt der niedrigste Leerlauf, der überhaupt möglich wäre, quasi ohne Feder. Kann natürlich auch sein, dass er dann komplett ausgeht, weil er dann auf Nullförderung ist. Das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich würde sagen,
Auf geht's, wir probieren es aus. Ich habe mir auch noch ein kleines Backup hier hingelegt, falls irgendwas Komisches passiert. Habe ich einen Bolzenschneider, da schneide ich einfach die Dieselleitung durch, damit er keinen Diesel mehr kriegt, falls irgendwas Komisches passiert. Und dann habe ich auch noch meine Kameraeinstellung mal ein bisschen geändert. Im letzten Video war das ja sehr schlecht zu sehen. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen geguckt, dass es nicht ganz so krass flimmert. Weil es liegt, wie gesagt, wirklich nur an der Kamera. Auf jeden Fall, ich denke, jetzt sieht man ein bisschen besser. Genau, hier sieht man ganz gut jetzt die Drehzahl, weil wir wollen ja jetzt wirklich gucken, dass wir den so langsam wie möglich hinkriegen. Ich sehe das als Challenge. Gibt es jemanden, der das schafft, seinen Motor langsamer zu laufen zu lassen, als jetzt hier ich mein Kuhne weiter. So, also, auf geht's. Dieselhahn auf. Zum Glück habe ich auf Elektrostart umgerüstet, weil jetzt mit Ankurbeln wäre ein bisschen schlecht. Weil zum Start jetzt muss ich ja, wie ihr seht, mit der linken Hand dort manuell Vollgas geben. Sonst springt er nicht an. Ich muss jetzt quasi mit der rechten Hand starten, mit der linken Hand Vollgas geben. Und dann ist, wie schon gesagt, der Plan, ich lasse dann los und dann gucken wir mal, ob er ausgeht oder was überhaupt passiert. Ob er dann Vollgas gibt oder ich weiß ja auch nicht so genau. Hab's ja noch nie gemacht. So ist der Plan. Ja, also es war wirklich so, wie ich mir gedacht habe. Ich konnte mit meiner Hand dort, mit dem Finger, einfach Gas geben, indem ich dort mit dem Finger einfach rein oder rausgedrückt habe. Je nachdem, reindrücken ist halt Gas geben, rauskommen lassen, wird es halt langsamer. Also ist es so wie gedacht, wir müssen jetzt bloß die Feder kürzen und dann kommen wir runter. Ich war jetzt ungefähr bei 500, aber ich denke, da geht noch was. Müssen wir dann mal an der Feinjustierung am Ende arbeiten. Also wir waren jetzt, wie gesagt, bei 500. So sieht die Feder im Moment aus. Ich würde sagen, ich flex jetzt einfach mal zwei Windungen weg. In der Hoffnung, dass das erstmal eine gute Ausgangslage ist. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung. Falls dann immer noch zu lang ist, können wir noch was wegflexen. Falls er dann zu kurz ist, müssen wir dann mal sehen. Da müssen wir dann vielleicht irgendwas unterlegen oder so. Werden wir sehen. Ich flex jetzt erstmal ab und dann machen wir den nächsten Versuch. Und ich habe es gemacht. Ich habe die Feder jetzt ein Stück gekürzt. Ich muss, kleiner Spoiler, es war zu viel. Aber ich wusste es nicht. Also das gibt jetzt dann im Nachgang noch Probleme. Ihr seht, es ist schon ein ganz schönes Stück, was ich abgeflext habe. Aber ich dachte, naja, da muss schon viel ab. Aber wie gesagt, war leider ein bisschen viel. Also das gibt dann jetzt im Nachgang noch ein bisschen Probleme, dass sie jetzt bloß noch so kurz ist hier. Aber egal, ich baue die jetzt ein. Und dann guckt man nämlich mal, was jetzt passiert, wenn ich die jetzt so in der Form, wie sie jetzt ist, eingebaut habe. Ja, wie man jetzt sieht, die Feder ist drin, aber die ist wirklich ein bisschen kurz. Und wenn ich jetzt hier zurück mache, zack, springt schon runter. Und das geht komplett in Nullstellung. Also die ist leider zu kurz. Die schafft es nicht mal jetzt hier im Standard irgendwie, das Standgas irgendwie überhaupt zu halten. Ja, aber zum Glück, seht ihr, da war sowieso schon eine Scheibe drunter. Und im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, erstmal nur die Scheibe, die dort hinten ist, die ihr gerade seht, runterzunehmen und zu gucken, ob das schon reicht, um die Feder so zu lassen. Tja, aber jetzt ist die Feder nochmal zu kurz. Jetzt ist der Plan. Da ist eine Scheibe im Moment. Wie ihr seht, ich habe jetzt einfach mal noch vier zusätzliche Scheiben drunter gemacht. Weil jetzt ist es ungefähr so ein bisschen Mittelstellung. Jetzt gleitet es schön. Jetzt ist der Plan, einfach mal gucken, ob er so läuft. Und dann würde ich das anhand der Unterlegscheiben
einstellen, quasi die Drehzahl. Immer eine Unterlegscheibe weniger und dann so tasten wir uns jetzt mal an die niedrigste mögliche Drehzahl heran. Jetzt wird's spannend. Jetzt gucken wir mal, ob er läuft. Ich habe euch mal hier hingestellt, damit ihr schön die Leerlaufdrehzahl seht. Interessant ist auch für die, die es schon immer mal interessiert hat, wie schnell so ein Anlasser dreht. Das sieht man jetzt auch gleich, wenn ich jetzt starte. Der springt ja nicht gleich an. Da sehen wir jetzt auch erstmal die Leerlaufdrehzahl vom Anlasser, was der so dreht. Eigentlich müsste man nochmal ausprobieren, was man von Hand dreht, wie schnell man da drehen kann. Weil der Anlasser, ich glaube, wir sehen es ja gleich, da müsste irgendwas um die 150 schaffen. Das wird man ja von Hand nicht schaffen. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob er mit den ganzen Unterlegscheiben läuft und ob er auch stabil läuft. Das ist ja dann das Nächste. Wir müssen ja irgendeine Einstellung finden, dass der dann auch stabil läuft, dass der nicht mal ausgeht. Ja, hier noch Stoßdämpfer einbauen. Ja, das war doch für den ersten Versuch gar nicht schlecht. Jetzt mache ich eine Unterlegscheibe mehr drunter. Genau, und dann gucken wir, ob er so mit der Scheibe mehr besser läuft. Weil wenn der mal wieder ausgeht, ist ja auch Mist. Ist zwar schön, wenn er so langsam läuft, aber er soll ja auch laufen. Ich habe übrigens auch mal noch Wasser aufgefüllt. Das hatte ich beim ersten Versuch vergessen. Zum Glück hat er es überlebt. Jetzt haben wir also Wasser drin. Jetzt können wir den nächsten Versuch starten. Thank you.
nachdem ich dann die Mutter und die Scheiben zigmal hin und her geschliffen und angefeilt und angepasst habe, denke ich, habe ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Ergebnis erreicht. Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und jetzt machen wir mal noch zum Schluss, jetzt wo wieder alles zusammengebaut ist, noch eine kleine Abschiedsrunde hier. Diesel an auf und dann gucken wir mal, wir sind jetzt irgendwas so bei 400, 380, also bis 250 läuft er eigentlich stabil, aber das ist dann viel mit Nachregeln, weil man dann immer hart an der Grenze arbeitet. Also ich habe mir jetzt so auf 380, da läuft er wieder stabil, da muss ich nicht andauernd nachregeln. Also ich denke mal, mit extrem Feintuning und alles super einstellen, schafft man es so auf 250. Aber wie gesagt, das ist dann wirklich hart an der Grenze. Das müsste man dann dort, ich zeige es gerade, ne, dort nochmal auf einen Millimeter genau einstellen. Da wird er vielleicht auch auf 250, 260 laufen. Ich habe mir jetzt erstmal so grob auf 350, 360 jetzt knapp unter 400 eingepegelt. Das klingt auch schon richtig geil. Und ist die Hälfte von dem, was wir am Anfang hatten, da hatten wir ja über 900. So, also, jetzt nochmal der letzte Lauf, wie er zusammengebaut ist.
tolle Überlegung habe. Ich würde ja noch gerne mal richtig krass Alpöl hereingehen.